Am vergangenen Dienstag ermordete ein 25-jähriger Somalier am helllichten Tag in Ludwigshafen zwei junge Deutsche und verletzte einen weiteren Mann schwer. Das erste Opfer ist der Malermeister Sascha K., 35 Jahre und Familienvater. Der Somalier sticht ihm in den Hals und tötet ihn. Sein Gehilfe, der 20-jährige Jonas, will ihm zu Hilfe eilen. Der Täter rammt ihm das Messer mehrfach in die Brust. Sein Vater eilt zum Tatort und muss zusehen, wie sein Junge stirbt. Die beiden Opfer wollten gerade Mittagspause machen und standen auf der Straße in der Sonne, als der Somalier mit dem langen Messer auf sie zulief. Einem der Opfer hackte der Täter eine Hand ab. Bevor ihn die Polizei stellte, rannte er in einen Drogeriemarkt und verletzte einen weiteren Mann schwer. In den deutschen Medien tat man das monströse Verbrechen als regionales Vorkommnis ab. Es war von einem 25-jährigen Mann mit psychischen Problemen die Rede. Als konservative Politiker und alternative Medien die wahren Hintergründe aufdeckten, zeigte sich die örtliche Politik kurz betroffen, allerdings mehr über die rechte Instrumentalisierung der Tat. Von der deutschen Bundesregierung, von Bundeskanzler Scholz oder von Innenministerin Faeser hörte man keine Silbe. Kurzer Schwenk nach Paris. Vor einer Woche verschwand die 12-jährige Lola nach der Schule. Sie wurde wenig später im Innenhof ihres Wohnhauses in einer Plastikkiste erstickt, gefesselt und angeblich mit fast abgetrenntem Kopf aufgefunden. Als mutmaßliche Täterin gilt eine 24-jährige obdachlose Algerierin, welche sich illegal in Frankreich aufhält. Ob sie Mittäter hatte, ist noch unbekannt. Auch hier zurückhaltende mediale Berichterstattung, Schweigen in der Politik. Als Präsident Macron direkt auf das bestialische Verbrechen angesprochen wurde, meinte er: Ich denke an die Eltern, an die Trauer der Familie. Sie haben den Respekt der Nation verdient. Der französische Innenminister meinte, es sei jetzt nicht die Zeit, über Migrantengewalt zu sprechen. Auch hier regt man sich jetzt ausufernd über die Instrumentalisierung der Tat auf, viel mehr als über die Tat an sich. Und man verweist darauf, dass die schlimmsten Kindermörder der vergangenen Jahre echte Franzosen waren. Die Bilanz, die ich hier ziehen muss: zwei europäische Länder, zwei unfassbar grausame Verbrechen. Vollkommen unschuldige einheimische Opfer, sogenannte Zufallsopfer. Ausländische Täter, die als Asylwerber aus einem völlig fremden Kulturkreis nach Europa kamen, auf unsere Kosten hier leben, unsere Gastfreundschaft, unsere Schwäche und den Sozialstaat ausnutzen und schwerste Verbrechen begehen. Das Schweigen der Mainstream-Medien, insbesondere der öffentlich-rechtlichen Anstalten, und diejenigen, die die Taten öffentlich machen und Diskussionen anstoßen wollen, wie man solche Verbrechen künftig verhindern kann, werden gebrandmarkt. Zurück nach Österreich. Auch wir haben ja schon leidvolle Erfahrungen mit solchen Schwerverbrechen durch Asylwerber gemacht. Und für mich stellt sich schon die Frage, wie will uns die Bundesregierung und insbesondere unsere Kinder vor solchen Taten angesichts der völlig unkontrollierten Einwanderung jetzt wieder beschützen? Nun, die Grünen wollen es gar nicht, das wissen wir. Und die ÖVP spricht ja von einer strikten Bekämpfung der illegalen Migration. Innenminister Karner war gerade in Berlin bei der deutschen Innenministerin Faeser, um diese Frage, die illegale Einwanderung, zu diskutieren. Diese sprach dann dort auch von Deutschland als vielfältigem Einwanderungsland und einem neuen Chancenbleiberecht für illegale Einwanderer. So sieht also die Kooperation in Sachen Asyl aus. Ich habe nicht gehört, dass Karner ihr widersprochen hätte.